Anstrengend, hätten wir nicht gedacht, schmieriger Untergrund, wir mussten teilweise auf 50, 40 km/h runter, also es war schon gefährlich teilweise. Ja, ziemlich glatt, viele Straßen natürlich nicht gestreut, beziehungsweise ist ja sowieso eingeschränkter Winterdienst und ist eine Katastrophe, also ganz, ganz schlimm und zu Ostern, ja, die Ostereiersuche fällt wahrscheinlich aus. Also wir nehmen es so, wie es kommt, ne? Und man kann es ja nicht ändern und klar, suchen wir trotzdem ein bisschen Ostereier, aber wir freuen uns schon auf den Frühling, weil irgendwann ist auch gut, also eigentlich haben wir jetzt genug Schnee und Kälte und wir freuen uns darauf, dass es wieder ein bisschen wärmer wird, dass man mal richtiges, sattiges Grün wieder sehen kann. Und dass die Straßen sind dann da sowieso auch frei.